Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg nach Oberschleißheim, beziehungsweise ich bin schon dort, auf dem Weg zu den Modulen. Hatte gerade Unterricht, Blog-Seminar. 10 bis 16 Uhr eigentlich. Klingt ziemlich leidend. Samstag, Sonntag Unterricht, aber mein Tipp an alle, die studieren oder bald studieren werden: Macht immer Blog-Seminare. Das sind die am Wochenende, die direkt am Stück sind, anstatt immer einmal in die Woche. Das spart echt Zeit. Wir haben so viele Pausen gemacht und Mittagspause und eine Stunde früher ausgehabt. Also diese Blog-Seminare sind echt saftig, sehr zeiteffizient und zeitleidend. Samstag, Sonntag, zwei Samstage, zwei Sonntage, den ganzen Tag, aber es lohnt sich. Im Endeffekt hat man weniger Zeit investiert. Ja, und jetzt auf zum Schloss. Ein bisschen chillen und dann nach Hause. Ich habe das Referat für morgen noch gar nicht vorbereitet. Und das Video von heute hier jetzt muss ich auch noch bearbeiten, also schauen wir mal. So, das war's auch schon vom Schloss. Leider nichts gedreht oder nichts Verwertbares. Wind war ziemlich stark. Wetter sieht zwar gut aus, aber wenn Wind ist, Video ist tot, leider. Heute ist Sonntagabend. Das heißt, das war gestern. Heute war ich auch wieder nach der Uni am Schloss. Hab wieder versucht, was zu drehen, aber komplett tote Hose. A, wegen dem Wind. B, weil einfach nichts passiert ist. Wir saßen nur da im Kreis und haben gefarmt. Hab versucht, irgendwas draus zu machen, aber da ging echt nichts. Bin sogar hinten rum reingegangen, in den Schlosspark, um das Kleinsteinnest abzuchecken. Ja, da ging auch gar nichts. Die Sonne hat alles verblendet und es waren so viele Leute da. Also ich vermisse den Winter. Spielerisch hat zwar Wasser echt leiden, weil es zu kalt war, aber videotechnisch war das so saftig damals. Und jetzt im Sommer, ich tue mir echt schwer, irgendwas zu drehen. Also ich leide richtig hart. Und apropos leiden, die Map. Okay, heute ist sie wieder down. Heute kam den ganzen Tag nichts. Aber letztens ging sie wieder. Und da haben wir 100% Relaxo verpasst, Leute. Passiert, echt schade. Kam rein in den Chat. Ganz normal Relaxo, aber wurde ohne Angaben angegeben. Also keine IVs, keine WPs. Aber auf der Map wurde es angezeigt. Aber da schaut halt nicht jeder sofort drauf. Und dann irgendwann 10 Minuten später hat irgendeiner mal geschrieben, dass es 100% ist. Habe ich abgecheckt, seht ihr hier. Und ja, yeah, leider verpasst. Selbst wenn wir sofort hingefahren wären, hätten wir es nicht geschafft. Also der war auf der anderen Seite der Stadt. Ich kenne ein paar Leute, die haben den erwischt. Glückwunsch an die, Shoutout und Glückwunsch, freut mich für euch. Aber wir haben ihn leider verpasst. Ja, und was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt beantworten wir noch ein paar Fragen. Weil letztens kam echt eine Menge rein. Viel mehr als erwartet und viel mehr als beim ersten Mal. Und das will ich noch schnell abarbeiten, bevor nächste Woche irgendwann das Arena-Update kommt. Ansonsten habe ich auch noch hier unten irgendwo eine Abstimmung, Straw Poll. Für das nächste Pokémon, das ich pushen werde. Auf Max. Momentan führt, glaube ich, Topsy. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht alles auswendig. Aber seht ihr dann unten, wenn ihr draufklickt, könnt ihr abstimmen. Das nächste Pokémon, wenn ich wieder 5 Millionen erreicht habe, Sternstaub, werde ich wieder eins auf Max pushen. Egal wie nutzlos das ist. Erste Frage: Sujuk Play. Erstmal, ich liebe Sujuk. Guter Name. Soll ich einen Level 30 Dragonier mit 91% entwickeln? Oder ein Level 20 Dratini aus einem Ei mit 96%? Bin Level 32, habe genug Staub, aber nicht Bonbons. Dann auf jeden Fall den Level 30er. Level 30 ist echt zu saftig. Das spart so viel Staub und Bonbons. Und dann irgendwann kannst du auch noch den 96er entwickeln. Und dann nächste Frage von Mr. Bönte. Euer Hong, habe eine Frage. Bin Level 30 und habe einen Despoter mit Eisenschweif, Feuersturm. 2998, WP 60. Soll ich ein neues Despoter entwickeln? Habe 70.000 Staub. Und ein Lavita 732 und 125 Bonbons, 70 IV. Was soll ich machen? Was willst du? Genau 125 Bonbons. Pushen. Push erstmal den. Nein, was? 60%? Nein, push den nicht. Ich persönlich würde noch warten, den weder pushen noch den anderen entwickeln.
Aber falls du unbedingt eine Antwort haben willst zwischen den zwei Sachen, dann würde ich halt den 732er 70er V entwickeln. Frage von Stefan Lesser. Hey Jung, ich hätte eine Frage. Soll ich einen Voltilam mit 91% IV zu Ampharos entwickeln? Das Voltilam hat 478 WP und ich bin Level 26. Ich persönlich würde noch warten. Genau, ich würde auch noch warten. Heute Morgen soll ich meinen 98% Glutexo mit 830 WP entwickeln. Hab genug Staub, also könnte das Glück, wenn es gute Attacken hat, gepusht werden. Nein, man hat nie genug Staub. Und nein, du solltest es nicht pushen. Es sei denn natürlich, du magst Glurak, aber jetzt Ding, effizienzweise eher nicht. Heute Morgen mal eine Frage, hab einen Carpador mit 100% und ist Level 10 ungefähr. Okay, dann habe ich eins mit 98% und Level 28. Welches würdest du entwickeln? Easy, Level 28. Oh, warte. Achso, zurzeit 480 Bonbons, was nicht viel ist. Und Staub 232.599. Liebe Grüße, Saga. Da schreibt einer unten rein 100%, der andere 98%. Die Meinungen spalten sich. Also auf jeden Fall der 98er mit Level 28. Die 2% sind egal bei Gyarados. Ja, das, der in den Kommentaren sagt es auch. Das sind 8 bis 12 WP Unterschied. Also bei Gyarados echt kein, nicht die Welt. Egal, ob da jetzt ein 98er Gyarados oder ein 100er Gyarados gemaxt ist. Stehst du relativ weit oben. Und irgendein mittelmäßiges Dragoran oder Despotar kommt einfach drüber. Also da ist die WP echt nicht entscheidend. Sind die IV oder WP wichtiger? Es kommt auf das Pokémon an, aber eigentlich WP. Aber IVs bestimmen, wie hoch die WP werden. Deswegen gehört beides zusammen, aber eigentlich WP für mich. Oh, ich habe gar nicht erwähnt, wer das gefragt hat. Das hat gefragt der Dranol28 oder Dranuel28. Nächste Frage von The Original 1234567 89. Ich habe einen 82% Ratini auf ca. 500 WP und ein 98% Ratini auf 200 WP. Entwickeln was? Hab ca. 150 Candies und genug Sternstaub und noch kein Dragoran. Erstens, man hat nie genug Sternstaub. Zweitens, noch kein Dragoran. Dann würde ich einfach warten, weil beide nicht so toll sind. Also 98 ist schon toll, aber mit 250 WP ist nicht so toll. Da geht auf jeden Fall mehr, vor allem wenn du nicht so viel Candies hast, dass du den 98er danach pushen kannst, dann ist es eh wertlos. Da kannst du eh noch warten. Dann Frage von Real Name. Hab 200.000 Sternstaub. Level 27, nicht schlecht. Hab ein Dragoran mit 2415 WP, 89%. Mit den Attacken Drachengute Hyperstrahl. Und 200 Ratini-Bonbons. Dann noch ein Hytera mit 64 AV gefangen und genug Candies. Welches soll ich pushen? Was? Das Dragoran solltest du pushen, das hat der Gas relativ schlecht. IV-technisch, keine Ahnung wie viel WP es hat, welches Level es war. Aber 64% würde ich nicht pushen. Frage von Lasse. Heute Hong, ich habe ein 100% Slimeok, saftig, gefangen mit Plage Finsterauger. Es ist momentan Level 22. Soll ich es pushen? PS, bist der Beste. Danke. Nein. So, Frage von Swiss Range. Heute Morgen, ich habe zwei Despoter entwickelt. Eins mit 80%, 3288 WP und eine 98% mit 2766. Habe 120 und nur 50.000 Staub. Welches soll ich hochpushen? Das zweite. Das erste reicht erstmal. Das zweite solltest du erstmal pushen, wenn es geht auf Max. Das erste ist relativ hoch schon und 80% ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Also, falls du dann irgendwann mal Staub vielleicht, also Staub und Bonbons üblich hast, kannst du den pushen, aber erstmal den 98er auf jeden Fall. So, Frage von Theo. Nachname versuche ich mal nicht auszusprechen. Hong bin Level 37, habe ein Lavita mit 11 WP, aber 100%. Oder ein Lavita mit 731 WP und 91 AV. Hab 198 Bonbons. Was soll ich entwickeln? PS 300.000 Staub. Nicht schlecht. Auf jeden Fall den 731er 91% IV. Der 11er, ganz ehrlich, ist eigentlich nur Sammlerstück. Vielleicht irgendwann mal, wenn du echt viele Bonbons übrig hast und Staub.
kannst du es machen, aber ich persönlich auf jeden Fall den 731er. Dann Frage von iDragon, Oi the Hong. Soll ich ein 91% Ratini mit 699 WP entwickeln oder warten oder noch warten auf ein besseres? Hab 202 Candies, hab schon 9 Dragoran, darunter 1 100% gemaxt und 5 über 2000. 200 Sternstab und bin fast Level 34. Ja, wenn du schon so viele Dragorans hast, dann würde ich warten. Ansonsten kann man schon entwickeln. 699 WP ist echt saftig, kommt relativ hoch, ohne Pushen, das ist immer das Wichtigste. Dann Frage von Johannes Walter. Soll ich einen 100% Dragoran mit Drachenluter und Wutanfall pushen? Keine Ahnung, welches Level das hat, wie viel WP, aber ich sag mal einfach ja, weil er 100% hat. Frage von Fabian Haberkorn. Hab ein WP 10 Shiny Carpador mit 96 AV. Oh, gar nicht schlecht. Entwickelt. Oh. Da hättest du mich erstmal fragen sollen. Und das Gagados, welches Drachengute Knirsche hat, auf meinem. Oh, no, no, no. Auf Level 27 Max gepusht. Hättest du das auch getan? Nein und nein. Viel zu viele Bonbons und Staub verbraucht. Das nur für ein Gagados. Ich meine, es ist cool, weil es shiny ist, aber. Nee. Puh, so, das war's. Kann gerade echt nicht einschätzen, wie viele Fragen das waren, aber das war's. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir die Folge gemacht haben. Uni gehabt, die letzten 2 Tage. Danach versucht, was zu filmen am Schloss. Zwecks Farmen, aber das ist echt langweilig geworden und Wetter hat auch nicht mitgespielt. Ich überlege mir echt, einen neuen Account zu starten, damit das einfach ein bisschen spaßiger wird, wenn man nur farmt. Und den würde ich dann natürlich auch nur bei solchen Farm-Sessions machen, wenn Events oder so sind, natürlich immer noch mein Standard-Main-Account. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich einen neuen Account machen soll, für solche langweiligen, sag ich mal, Farm-Sessions, wo nicht viel passiert, damit wir einfach ein bisschen Action haben, ein bisschen Motivation. Und ich meine, nächste Woche fängt die Event an, also da sollte die Motivation und die Action nicht fehlen. Ansonsten, 5 Millionen Staub haben wir bald. Das heißt, ich werde wieder was Unnötiges pushen. Eine Umfrage wird unten in den Kommentaren sein. Stimmt ab. Momentan führt, glaube ich, Taubsi. Und das letzte Thema, also, nee. Das vorletzte Thema war 100% Galaxo verpasst. Richtig leidend. Schreibt unten in den Kommentare, was ihr in letzter Zeit verpasst habt. Was war das so das Leidendste, was ihr verpasst habt. Und jetzt das letzte Thema waren die Fragen. Alle Fragen hoffentlich beantwortet in dem Video. Ich hoffe nicht, dass ich es in 2 Teile schneiden muss. Ihr könnt unten wieder ein paar Fragen stellen, unten in die Kommentare. Und die werden dann beim nächsten Mal beantwortet. Aber nach dem Arena-Update schauen wir mal, was das für neue Veränderungen bringen wird. Ansonsten war's es. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon und Serious Business.